Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft, die ganzen Exegeten zurück in die Ursprungswelt zu bringen und ja, haben somit dieses Kapitel erstmal abgeschlossen. Und gerade hier ist jetzt auch hier bei uns mehr oder weniger wieder und mit ihm können wir nochmal kurz quatschen. Ich schätze, wir sollten damit beginnen, uns unserer Situation bewusst zu werden. Durch das Verhindern der achten Katastrophe haben wir nichts Geringeres erreicht, als die Geschichte umzuschreiben. Was die Zukunft bringt, vermag nun keiner mehr mit Sicherheit zu sagen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften alle Herausforderungen meistern werden. Das ist die Lehre, die ich aus unserer gemeinsamen Abenteuern gezogen habe. So, wie geht's dir denn in letzter Zeit? Du meinst, seitdem ich in diesem Körper erwacht bin? Es geht mir ausgezeichnet. Zum Glück, muss ich sagen. Auch wenn ich nun die Erinnerungen zweier Leben in mir trage, gibt es keine existenziellen Zweifel oder unlösbaren Konflikte, die mir den Verstand rauben würden. Wobei es sich zugegeben merkwürdig anfühlt, nun wieder in meinem jüngeren Ich durch die Welt zu wandeln. Ich habe das Gefühl, als wäre ich irgendwie leichter. Und das hat gewiss nichts mit meiner Kristallisierung zu tun. Ich stohle aber so gut, meine Seele zu sondieren und meinen Äther auf Anomalien zu überprüfen. Sie versicherte mir, dass er zwar etwas dichter gewoben sei, aber davon abgesehen keine krankhaften Anzeichen zeige. Meine Seele hat in diesem Sinne wohl gewisse Ähnlichkeiten mit deiner, Theo. Und auf den ersten Blick ergibt es auch durchaus Sinn. Wie Backlog schon richtig bemerkte, bilden Seelen und Erinnerung eine Einheit. Deine Seele und die Artbärts sind miteinander verschmolzen und da ist dein Äther auch etwas dichter als die der gewöhnlichen Leute. Aber selbst wenn man eure Äther-Signatur ähnlich sein mögen, habt ihr sehr unterschiedliche Leben geführt. Daher stellt sich die Frage, wie eure Seelen miteinander verschmelzen konnten. Eure unterschiedlichen Erinnerungen sollten eigentlich eine große Hürde für diesen Prozess darstellen. Ich kann ja nur mutmaßen, aber vielleicht war es euer gemeinsamer starker Wille, diese Einheit einzugehen, die es am Ende ermöglicht hat. Im Gegensatz dazu tat ich nichts weiter, als mich mit meinem anderen Ich zu vereinigen. Und unabhängig von den Erinnerungen, die nun in diesem Körper verwahrt sind, war das, was mich ausmachte, meine Essenz, letzten Endes identisch. Genauer betrachtet war es weniger eine Verschmelzung zweier Identitäten, sondern eher eine Art Harmonisierung. Da hat es mich offen gestanden etwas überrascht, dass mein Äther nun angeblich dichter geworden sein soll. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die achte Katastrophe miterlebt habe. Es könnte der Grund sein, warum mein Äther nun vollständiger ist. Eine Art Beweis, dass eine Zukunft existierte, für deren Verbindungen viele ihr Leben ließen. Ein letztes Andenken an deren Opfer. Ja, und dann haben wir noch eine Mystelpuppe bekommen. Die können wir dir auch mal zeigen. Ich habe zwar eine Ahnung, was das ist, aber lasst es mich trotzdem genauer begutachten, Theo. Wie ich es mir dachte. Sie haben es also tatsächlich getan. Die Handwerker von Crystarium kamen am Abend, als die Nacht zurückkehrte, zu mir und fragten mich, in welcher Form man sich an mich erinnern sollte. Sie boten an, entweder Gedenkmünzen mit meinem Konterfei zu prägen oder Marionetten anfertigen zu lassen. Ich bin vieles, aber Eitelkeit gehört gewiss nicht zu meinen Eigenschaften. Da habe ich den Vorschlag rundherum abgelehnt. Aber offenbar hatten die guten Leute anderes im Sinn. Diese Sturheit sieht ihnen ähnlich. Wie oft haben sie mich wohl mit ihrem unerschütterlichen Willen überrascht und beeindruckt. Und doch werde ich sie nie vergessen. Ich habe für Crystarium alles gegeben, was ich zu geben hatte. Mein kristallisiertes Ich, das ich zurückließ, ist Zeuge dessen. Aber meine Wünsche, meine Hoffnungen und auch ein wenig von dem, was ich im ersten Splitter gelernt habe, habe ich hierher mitgenommen. Oder besser gesagt, du hast es mitgenommen. Von nun an werden wir hier im Ursprung und Seite an Seite in die Zukunft schreiten. Ich werde jede Sekunde meines neuen Lebens genießen. Na schön. Ja gut, dann haben wir das auch erledigt. So, dann möchte ich erstmal wieder unsere Wunschlieferung in Angriff nehmen, nachdem wir jetzt die Story durch haben und
bereits eine neue Woche angetreten ist, so wie des Öfteren. Gehen wir jetzt zur ersten Wunschlieferung nach Tamamizu. So, da sind wir. Und ich habe schon ein bisschen... Habe schon ein bisschen Vorbereitungen gemacht. Und zwar habe ich die dieswöchigen Aufträge schon mal besorgt. Ich habe bereits gehofft, dass die Winde dich wieder zu mir führen mögen. Es macht mich glücklich, die lachenden Gesichter meiner Untertanen zu sehen. Das habe ich allein dir zu verdanken. So, und diese Woche möchte sie Korallenschaft-Dinger. Ja, da habe ich schon mal 3 gesammelt. Diese Harpunenschaft ist nicht aus Metall gefertigt. Interessant. Die Vorteile liegen auf der Hand. Korallengestein ist einerseits hart und widerstandsfähig, andererseits nicht anfällig für Rost, wie Metalle es sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Garde über diese neuen Harpunenschäfte hoch erfreut sein wird. Gute Arbeit, Theo. Wahrhaftig, ein Meisterwerk, das sieht man auf den ersten Blick. Es besitzt eine unberührte Schönheit, wie es eigentlich nur die Natur hervorbringt. Moment. Die braucht jetzt hier 6 Stück. Okay, gut. Man braucht anscheinend hier mehr. Dann werde ich das mal kurz besorgen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, und da geht es auch schon direkt weiter. Die weiteren 3 Teile habe ich jetzt noch besorgt. Dann können wir ihr diese Dinge noch geben. So, und das letzte Ding. Dank deiner brillanten Arbeit verfügen meine Gardisten nun über eine probate Waffe, um die Angriffe der aggressiven Hai abzuwehren. Mein Volk kann nun wieder sicher und ohne Furcht im Meer schwimmen. Die Abwehrwaffe zum Schutz vor den Haiangriffen hat für einiges Aufsehen bei unseren Gardisten gesorgt. Auch bei den jungen Leuten von Suinosato haben sie die Vorteile herumgesprochen. Ich würde sagen, dass dieses Importgut seine Wirkung nicht verfehlt hat. Hisui, du machst ein außerordentlich selbstzufriedenes Gesicht. Den Fremden blind zu vertrauen halte ich für töricht. Zu viele von ihnen haben für unsere Lebensweise nichts als Verachtung übrig. Oh, Chikan. Ich meine natürlich ehrenwerter Hohepriester Chikan. Und dazu noch Hohepriester Shiozai. Was verschafft mir die außergewöhnliche Ehre? Uns ist zu Ohren gekommen, dass das Volk in großer Aufruhr ist. Wir sind gekommen, um uns selbst ein Bild von der Situation zu machen. Erst diese wundersame Medizin, jetzt auch noch neue Ausrüstung zur Abwehr von Haien. Wie die Rubinprinzessin das nur zulassen konnte. Die Palastwache mit all seinen Jungspunden ist natürlich begeistert von den neuen Waffen. Das wird nicht gut enden, ich sage ich euch. Man erinnert sich daran, wie die Konföderation und auch die Blaupanzer in den blutigen Konflikt der Domana gegen das Galeische Kaiserreich gezogen wurden. Ich frage mich, wie die kriegerischen Domana wohl darauf reagieren, wenn sie erfahren, dass das Volk Suinosados plötzlich über solch mächtigen Waffen verfügt. Ob der Rubinprinzessin diese Implikationen bewusst sind? Verehrter Chikan, bist du sicher, dass dies der richtige Ort ist, diese Dinge zu besprechen? Schließlich ist dies nicht der Shisui-Palast und dies nicht die Rubinprinzessin. Zumal wir hier von Blaupanzern und sogar einem Fremden von der Außenwelt umgeben sind, die nichts mit Politik zu schaffen haben. Und überhaupt, verzeiht, wenn ich so oft meine Meinung zum Ausdruck bringe, haben nicht die wichtigsten Vertreter des Shisui-Palasts entschieden, den Weisungen der Rubinprinzessin zu folgen und zunächst einmal zu beobachten, wie das Volk auf die Veränderung reagiert? Allein durch Furcht wird sich nichts ändern. Sicher, auch Vorsicht ist geboten, doch wenn wir auf ewig in unserem kleinen Riff verweilen, so werden wir nie eine Chance haben, die Wunder des weiten Ozeans kennenzulernen. Suinosato und seine Bürger werden einfach nur vor sich hinwelken. Also wirklich, Hisui, was weiß ein Mädchen wie du schon von der Außenwelt? Von der Kammerzofe der Rubinprinzessin muss ich mir nun wirklich keine Ratschläge teilen lassen.
Allerdings muss ich dir lassen, dass deine Worte auch aus dem Munde deiner Herrin stammen könnten. Mir ist ja klar, dass ihr beiden euch wie in einem anderen gleicht, aber du bist nicht die Rubinprinzessin. Vergiss das nicht. Ich bin schon lange an der Seite ihrer Hoheit. Ich habe gesprochen, ohne nachzudenken. Ich bitte um Verzeihung, ich habe meinen Stand vergessen. Schon gut. Das Volk wird schon bald von alleine merken, welche Gefahren der Austausch mit der Außenwelt birgt. So ein verdammter Dickkopf. Ich vermute, damit haben wir den Federführer der konservativen Kräfte identifiziert, die sich mit Händen und Füßen gegen die Landesöffnung stemmen. Das mag sein, aber ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der so denkt. Es wird viele geben, die befürchten, dass wir zum Spielball fremder Länder werden könnten. Vielleicht hast du recht. Wenn es um die eigene Existenz geht, kann man schon mal empfindlich werden. Leute wie du und ich, die die Außenwelt kennen, sind ja vielleicht nicht so empfindsam. Wenn wir diese Ängste und Unsicherheit nicht aus den Köpfen des Volkes bekommen, wird es nie einen Austausch mit der Außenwelt geben. Wir müssen ihnen diese Furcht nehmen und dafür sorgen, dass sie einen Blick über den Tellerrand wagen. Ja, und als Dankeschön bekommen wir eine Sammlermaterie, Anglerfisch-Eintopf und Austern-Konfit. So, und sie hält zu einem Visionär der Landesöffnung. So, um ihr Volk vom Segen der Landesöffnung zu überzeugen, möchte Kurina erneut deine Hilfe in Anspruch nehmen. Verehrte Rubinprinzessin, es gibt ja etwas, um das ich Theo im Namen unseres Volkes bitten möchte. Aber natürlich, niemand ist besser vertraut mit dem Leben unseres Volkes, als du es bist, Shiosai. Was bedrückt die Leute? Sprich! Es ist allen wohlbekannt, dass wir dank der Zauber der Kojin am Grunde des Meeres wohnen. Und auch wenn wir Luft zum Atmen und trockene Füße haben, so ist es doch bitterlich kalt in unserem Zuhause. Und da die Umstände unserer Heimat keine offenen Feuer zulassen, bleibt uns nichts weiter übrig, als uns so warm wie möglich mit den Kleidern, die uns zur Verfügung stehen, zu bedecken. Das mag für die Jungen und Starken kein Problem sein, aber für die Alten und Schwachen ist die unerbitterliche Kälte eine nicht selten tödliche Bürde. Es ist wie du sagst, Shiosai. Die Kälte im Grund des Meeres ist ein großes Problem für unser Volk. Ich habe von einem Land der Außenwelt gehört, in dem es so kalt ist, dass es Eis regnet. An einem solch unwirklichen Ort haben die Bewohner sicherlich Möglichkeiten erdacht, der Kälte zu trotzen. Ein Land, in dem es Eis regnet, das klingt nach Körters. Obwohl ich aus Ulda stamme, bin ich nie so weit gereist, um es mit eigenen Augen zu sehen. Aber Theo traue ich es zu. Dann hoffe ich auf deinen guten Willen, Theo. Ich hoffe, dass die Kälte bald schon ein Gespenst der Vergangenheit sein wird und bete für euren Erfolg. Ich schließe mich Shiosai an. Ihr seid in alle Himmelsrichtungen der Welt gereist und versteht eure Kunst. Ich freue mich schon darauf, diese wärmende Kleidung aus Körters in meinen Händen zu halten. Ups. Ja, gut. Ich danke dir für deine Hilfe, mein Volk die Vorzüge der Landesöffnung zu vermitteln, Theo. Wir können von Glück sagen, dass wir einen so geschickten Helden auf unserer Seite haben. Das bedeutet mir sehr viel, Theo. Gut, und für nächste Woche möchte sie dann Fiole Isoliertinktur. Ja gut. Das besorgen wir dann nächste Woche und jetzt geht es weiter nach Frohe Halde. Denn da wartet bereits der Führer des Klippenhängers, glaube ich. So heißt der Schuppen, denn der benötigt auch unsere Hilfe. So.
Theo, deine Bemühungen zeigen Wirkung. Langsam aber sicher spricht sich unser neues Angebot herum. So, das Destillierapparatmaterial wolltest du haben. Und da haben wir die 6 Stück schon besorgt. Hervorragend, damit kann ich den Destillierapparat fertigstellen und den Brennvorgang starten. Ich freue mich schon auf den frisch gebrannten Schnaps. Gut, dann will ich mal einen genaueren Blick auf deine Lieferung werfen. Makellos, etwas Besseres kann ich mir kaum vorstellen. Gut, dann hier, nimm alles, was ich habe. Achso, ja gut, die paar Scheine ist nicht so schlimm. Dank deiner Lieferung haben wir alles, was wir brauchen, um unseren beliebten Hausschnaps zu brennen. Die nächste Feier kann kommen. Der mit deiner Hilfe frisch gebrannte Hausschnaps erfreut sich großer Beliebtheit. Mapopo ist auch ganz begeistert. Endlich sind wir am Ziel unserer langen Reise. Hier müsst ihr irgendwo sein. Ja, ganz bestimmt. Die Spur führt hierher nach Frühhalde. Algu, Teleburg, wie kommt ihr denn hierher? Woher kennst du unsere Namen, Schweinchen? Moment mal, bist du etwa Akirash? Nach allem, was du für mich getan hast, Theo, schulde ich dir die Wahrheit. Akirash war auserwählt, Khan zu werden. Und nicht irgendein Khan. Nein, sondern der Khan der Adarkim, des größten Stammes der Asim-Steppe. Doch große Ehre geht einher mit großen Gefahren. Nach 8 Mordversuchen und 4 Heiratsbetrugsfällen verschwand er. Ich mache ihm da keine Vorwürfe. Ein Anwärter auf dem Titel des Khans hat es wirklich nicht leicht. Wir beide haben aber einen Schwur geleistet, Akirash bis zu unserem letzten Atemzug zu beschützen. Also zogen wir los, um ihn zu suchen. Zunächst durchquerten wir die Steppe von Nord nach Süd und von Ost nach West. Da wir ihn nirgends fanden, zogen wir weiter durch die weite Welt als Streuner und Ausgestoßene, bis wir schließlich hierher wandten. Du scheinst gar nicht überrascht zu sein. Kanntest du meine Geschichte etwa schon? Ich habe deinen Bruder in der Asim-Steppe getroffen, oder deine Vergangenheit geht mich nichts an. Nee, wir haben den Bruder getroffen. Mein Bruder? Oh je, sucht er etwa auch nach mir? Sag mal, wie habt ihr mich gefunden? Nun ja, in letzter Zeit kommen viele Reisende nach Reunion. Einer erzählte uns von einer Gaststätte weit im Westen, in der angeblich jemand namens Akirash die Getränke zapft. Du kannst dir denken, wie überrascht wir waren. Tja, da bin ich wohl aufgeflogen. Aber ich hoffe doch sehr, dass kein Attentäter die Mühe einer solch weiten Reise auf sich nimmt. Wir waren uns sicher, unsicher, ob du es wirklich bist, weil wir davon ausgingen, dass du dir bestimmt einen neuen Namen zulegen würdest. Aber da wir sonst keine Spur hatten, beschlossen wir uns dazu, diesen Akirash aufzusuchen. Zum Glück kann ich da nur sagen, du bist es wirklich. Ja, ich bin es, aber bitte, sag das nicht unseren Stammesleuten, das würde doch nur Ärger provozieren. Ja, wir bekommen wieder Materie, Miso-Suppe mit Tofu und Nomadenfleisch-Pastete. Und erhält uns nun für eine Stütze des Klippenhängers. So. Doch er benötigt weiter unsere Hilfe. Soweit ich weiß, hat Akirash bisher immer großen Wert darauf gelegt, seine wahre Identität geheim zu halten. Noch nie habe ich erlebt, dass er sich einem Fremden offenbart. Theo hat sich mein Vertrauen mehrfach verdient. Ohne seine Hilfe gäbe es diesen Laden nicht mehr. Und wenn ihr zwei noch länger hier herumhängen wollt, rate ich euch verdammt nochmal, auch einen Beitrag zu leisten. Ja, Chef, ich hätte da so eine Idee. Ich habe gehört, dass die Mol ihre traditionellen Boots mit besonderen Zutaten anreichern. Mit deiner Erlaubnis könnten wir in die Asim-Steppe zurückkehren und das Rezept in Erfahrung bringen. Ah ja, die sollten total lecker sein. Wenn wir dort sind, können wir auch gleich die Zutaten besorgen.
Oh, und keine Sorge, Chef. Wir passen schon auf, dass wir nicht von unseren Stammesleuten entdeckt werden. Der Plan ging gut, aber wie ich meine Jungs kenne, vermassen sie es bestimmt. Kannst du ihnen helfen, Theo? Danke. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn alles gut geht, schreiben wir schon bald wieder schwarze Zahlen. Viel Glück! So, die Wunschliste wurde aktualisiert. Und ich bin beeindruckt, wie viele Lieferungen du zustande bringst. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie du die Sachen anschleppst. Von Tag zu Tag besuchen uns immer mehr Gäste und ich denke, das liegt zum Großteil an deinem unermüdlichen Einsatz. Gut, diese Woche haben wir das erledigt und für die nächste Woche möchte er dann Asim-Gewürz. Alles klar. Gut, dann haben wir das soweit erledigt. Dann muss ich mal kurz gucken. Gut, wir haben ein paar Sammlerscheine, und also weiße und gelbe. Dann möchte ich euch mal kurz zeigen, was ich mit diesen Sammlerscheinen denn immer anstelle. Hier aus Frohe Halde und aus Ragas Wacht habe ich das schon besorgt. Und zwar sind das die... Wo sind sie denn? Die Almanachen, um die besonderen Gegenstände zu finden. Die bekommen wir hier jetzt, also die aktuellen finden wir hier in Yulma bei der Händlerin für Wunderwaren. Und zwar die Semmler-Gegenstände, da gibt es den so ein Almanach. Einmal für Bergbau, einmal für Botanik und einmal für Fischer. Den für Bergbau habe ich für letzte Woche schon erfolgreich gekauft und benutzt. Und die anderen beiden möchte ich natürlich auch noch. Und da müssen wir zu gelbe Sammlerscheine ab Stufe 70 anderes. Und zwar dann hier runter und da brauchen wir die Händlermarke regionale Folklore. Und zwar brauchen wir da 40 Stück. Aber da wir das Maximum von 2000 Scheinen haben und somit nur 20 kaufen können, müssen wir das dann nächste Woche, also können wir den nächsten Almanach erst nächste Woche besorgen. So, und dann gibt es dann noch die Ausrüstung für die weißen Sammlerscheine. Da die für... Na super. Zu wenig Scheine. Die besorge ich immer, weil erstens ist das eine hohe Stufe und zweitens ist das für alle drei Sammler und drittens kostet das kein Geld. Sondern nur diese Scheine, die man sowieso irgendwie bekommt, wenn man die Wunschlieferung erledigt. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja den Mantel schon und die Hose. Und sobald wir mehr Punkte haben, würde ich dann die letzten drei Teile kaufen. Dann ist er einigermaßen gut ausgerüstet, bis auf den Gürtel, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und eben den Schmuck auch. Den kann man nämlich hier durch diese Scheine nicht besorgen, da muss man sich wahrscheinlich craften oder kaufen im Aktionshaus. Gut, das war's dann eigentlich erstmal. So, dann kann ich das noch hier rüber packen und dann nehme ich das noch kurz hier mit rüber. Dann kann ich das ja noch eben kurz erwähnen. Denn diese kleine habe ich aus dem Dungeon Chateau Cosmea bekommen. Noch ist sie klein und ungefährlich und die wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. So, wo ist sie? Da unten. Diese junge Lianan ist gerade erst gesprossen und noch recht zahm. Doch mit zunehmender Größe wird auch ihr Appetit auf lebende Beute wachsen. Sie übt schon fleißig die Kunst des Einwickelns und da ist sie noch zu Boden gefallen. Und da ist sie wieder. Ja, das ist dieses kleine Ding. Gut, die wollte ich euch natürlich noch zeigen und ansonsten gibt es fürs Erste nichts mehr. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's dann mit was anderem weiter. Muss ich mal gucken, was genau und ja. Aber es sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal fürs Zusehen und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Die Gebete deiner Lieben sind
treiben dich an. Das ist dein Ende, Krieger der Dunkelheit. Und du weißt, du bist nicht allein. Es gibt da übrigens noch etwas, um das ich dich bitten möchte.